Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein Wunschrezept und zwar einen fruchtigen Kiwikuchen. Das Rezept ist super einfach und sehr lecker. Wir fangen mit dem Kuchenboden an und dafür benötigt ihr 3 Eier, Zucker, Mehl, Backpulver, eine Prise Salz und zerlassene Butter. Die Mengenangaben findet ihr auch wie immer unter dem Video in der Infobox verlinkt. Gleich zu Beginn könnt ihr das Backpulver unter das Mehl mischen und dann werden die 3 Eier in eine Rührschüssel aufgeschlagen. Hier kommt jetzt noch die Prise Salz hinzu und dann schlagt ihr die Masse kurz schaumig, bevor ihr den Zucker dazu rieselt. Sobald die Masse dann cremig hell aufgeschlagen ist, das dauert ungefähr 8 bis 10 Minuten, könnt ihr unter langsamem Mixen die flüssige Butter hinzugeben. Gleich darauf kann dann das Mehl in 2 Portionen dazu, das rührt ihr auch nur ganz kurz um, bis das Mehl in die Masse gearbeitet ist und dann füllt ihr euch den Teig sofort in eine Springform oder in einen Backring von ungefähr 22 bis 24 cm. So geht es dann bei 175 Grad Ober- und Unterhitze für ungefähr 20 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Weiter geht es mit der Kiwi-Creme, da machen wir eine Art Kiwi-Curd draus und hierfür braucht ihr Zucker, 4 Eier, etwas Butter, Speisestärke und 4 Kiwis. Als erstes sind die Kiwis an der Reihe, die sollten am besten schön süß-säuerlich schmecken und dann können diese geschält und in kleinere Stücke geschnitten werden. Anschließend werden sie in einem hohen Gefäß püriert. Hier könntet ihr alternativ auch einen Stampfmixer verwenden, falls ihr die Kerne zum Beispiel mit pürieren möchtet. Und dann könnt ihr hier die Speisestärke und den Zucker hinzugeben und dann mit einem Schneebesen oder eben im Stampfmixer kurz verrühren. Als nächstes werden die Eier zum Püree hinzugegeben, die werden dann auch gut untergerührt und dann füllt ihr euch die Masse in einen Topf und erwärmt sie auf mittlerer Stufe auf dem Herd. Rührt dabei auch immer alles gut um und achtet darauf, dass die Masse nicht zu kochen beginnt, denn sonst könnt ihr euch das Ei gerinnen. Und sobald die Masse dann leicht warm wird, könnt ihr die Butter hinzugeben und mitschmelzen lassen. Die Konsistenz wird jetzt allmählich immer puddingartiger und wenn sie dann richtig schön cremig ist, könnt ihr sie vom Herd nehmen und sofort auf eurem Kuchen verteilen. So lasst ihr den Kuchen dann mindestens für eine Stunde bei Raumtemperatur ruhen, bis diese Creme fest wird. Zuletzt könnt ihr euren Kuchen noch mit Kiwischeiben dekorieren oder ihr könnt natürlich auch alles andere verwenden, was euch so am besten schmeckt, wie zum Beispiel geschmolzene Kuvertüre oder irgendwelche Nüsse. Und dann könnt ihr zuletzt nur noch den Tortenring abnehmen und den Kuchen servieren. Der Kuchen ist einfach richtig lecker und wenn ihr wirklich gute Kiwis erwischt habt, dann schmeckt der Kuchen umso besser. Ich hoffe sehr, dass euch das Rezept gefallen hat und ich würde mich natürlich selber ein Däumchen nach oben von euch freuen. Wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen möchtet, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns das nächste Mal mit einem neuen Rezept wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Backen und bis dann. Tschüss!